Sie haben eine Kündigung erhalten oder arbeitsrechtliche Fragen? Seit 18 Jahren helfen wir, die Anwälte der Kanzlei Althoff Arbeitsrecht, Ihnen kompetent und engagiert weiter. Wir sind spezialisiert auf die Beratung und Vertretung von Arbeitnehmern und Betriebsräten. Althoff Arbeitsrecht, gemeinsam mit Ihnen zum Ziel. Wir sind hier im Rotationstheater in Lennep vor der neuen Lüftungsanlage und bei mir ist Geschäftsführer David Schmidt. Herr Schmidt, besseres Klima für die Kleinkunst. Sie haben eine neue Belüftungsanlage und was leistet die? Ja, die leistet 100% Frischluftzufuhr. Das heißt, es wird gewährleistet, dass wir eben jetzt den Theaterbetrieb ab Herbst dann wieder fortsetzen können. Hoffentlich wieder vor mehr Publikum. Aber Grundvoraussetzung war eben diese Installation der Anlage, die eben diese Frischluft garantiert. Und zwar in allen Räumlichkeiten, nicht nur in dem Theatersaal, sondern eben in der Garderobe und im Foyer, wo die Leute sich zu Beginn der Veranstaltung eben aufhalten können. Man hat gesehen, es sind viele Durchbrüche durch die dicken, schweren Mauern gemacht worden. Und das war ja sicher sehr kostenintensiv. Wie konnten Sie das finanzieren? Finanziert wurde das Ganze durch das Neustart-Kulturprogramm, durch die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft. Denn so eine Anlage liegt schon im höheren fünfstelligen Bereich, kann man sagen. Und wir hätten das natürlich niemals aus Eigenmitteln finanzieren können. Dadurch konnte das eben möglich gemacht werden, aber eben auch durch den Eigenanteil, der durch die Wurmstiftung und durch die Stadtsparkasse Remscheid eben geleistet wurde. Sie haben gerade gesagt, im Herbst geht es hier wieder los. Haben Sie durch die Lüftungsanlage die Möglichkeit, wieder mehr Menschen unterzubringen? Also derzeit ist es eben laut Corona-Schutzverordnung im sogenannten Schachbrettmuster möglich. Das heißt, es wäre jetzt schon möglich, sowieso schon mehr Publikum einzulassen als die damaligen maximal 30 Personen. Und ich gehe aber davon aus, wenn sich die Inzidenzzahlen denn jetzt so niedrig halten, was wir natürlich alle hoffen in dem Kulturbereich, dass wir dann ab Herbst möglicherweise wieder 50, 60 Zuschauer in das Theater einlassen dürfen. Verraten Sie uns zum Abschluss noch, womit es im Herbst losgeht? Ja, wir werden mit einer Talkshow beginnen. Diese Talkshow wird durch den lieben Wolf Haumann geführt. Die trägt den Titel Der mit dem Wolf spricht. Er ist ja schon bekannt, er hat das ja früher schon anderweitig organisiert. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit illustren Gästen. Und der wird sozusagen deren Start hier präsentieren. Herr Schmidt, ich danke Ihnen für das Gespräch und wenn Sie Interesse haben zuzuschauen, es gibt auch das Rotationscafé, da können Sie vorher schon mal reinschauen.